Abend, herzlich willkommen beim Fotocafé Nummer 15. Es ist wirklich erstaunlich, dass wir jetzt bei der Zahl 15 angelangt sind. Finde ich schon sehr großartig. Und wir haben jetzt dann, nachdem es mich zeitmäßig so geschleudert hat in den letzten Monaten, ich bin ja seit 25. Juli permanent unterwegs, wieder geschafft, da eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen. Ich sage vielleicht gleich mal so vorab, es wird das nächste Fotocafé am 14. Oktober geben, also live aus dem CG-Shop. Da wird es ein bisschen ums Thema Hardware gehen. Da werden wir so einen Laptop für die Bildbearbeitung vorstellen und Sicherungssysteme. Und dann gibt es am 30. Oktober gemeinsam mit Thomas Wildner und Oliver Bolch so eine Sondersendung zur Foto-Adventure. Wir werden die wahrscheinlich aus der Pyramide machen, also vom ursprünglichen Ort, wo das Ganze stattfinden sollte. Ich möchte vielleicht ein bisschen was noch erzählen. Vorab, ich habe am letzten Wochenende die Wanderführerausbildung, den ersten Teil vom Verband Alpiner Vereine gemacht in Oberösterreich. Und es war sehr, sehr interessant. Also ein ganz großes Thema ist natürlich Sicherheit. Und da war so eine interessante Sache, wenn jetzt zum Beispiel jemand in die Ausschreibung reinsteigt, schreibt Teilnahme auf eigene Gefahr, dann ist es natürlich, wie soll ich sagen, also wenn man in der Gruppe unterwegs ist und wenn ich sozusagen euer Guide bin, dann bin ich immer für euch verantwortlich. Ich meine, außer ihr stolpert euch über die eigenen Füße. Und das tut jetzt natürlich dann auch die Frage aufgepoppt, ne, kann man dann nur überhaupt irgendwas machen? Aber solange ich euch jetzt nicht grob fahrlässig anleite, jetzt irgendwas zu machen, also ist das für mich auch also ein Risiko, das ich gern gern übernehme. Und das Interessante war auch, also wenn jetzt zum Beispiel, da war so eine Geschichte, dass dann einfach eine gefährliche Stelle war und dann hat eben dieser Wanderführer gesagt, ja, dann, also es war so ein Fallbeispiel, naja, dann geht es halt auf eigene Gefahr über diese enge Stelle oder wo die Seilsicherung vielleicht ist. Das geht natürlich gar nicht. Also wenn jetzt sozusagen der Guide dann schon hinweist, dass da eine Gefahr gibt und dann die Leute dort hinschickt. Also das war für mich sehr, sehr spannend. Dann Wetterkunde war natürlich auch ganz, ganz ein großes Thema. Und die Kaltfront, die sie letzte Woche die durchgekommen ist, die da eine Breite von einige 100 Kilometer hat. Also das hat meiner Meinung nach sehr viel gebracht. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Teil, also im Frühling mit Prüfung, den ich auch noch absolvieren werde, nachdem wir ja sowieso schon viel in die Berge unterwegs sind. Und aber nächstes Jahr das auch noch verstärken wollen. Also ich bemühe mich auch sehr, dass ich dann sozusagen auch für euch da optimales Service bieten kann. Und der Oliver, der ja auch so ein begeisterter Bergsteiger ist, ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass einfach die Sicherheit das oberste Thema ist. Ja, absolut, absolut. Noch zu dem Thema, Karl, gut, weil du das erwähnt hast, die Kaltfront. Bei uns in der Region, in Salzburg, ist der höchste Berg der Hochkönig. Ich war an diesem Wochenende vor Ort, wie die Kaltfront eingetroffen ist. Und die ist so massiv eingetroffen, da hat sich jeder, auch die einheimischen Bergfechse, haben sich da total verschätzt. Am Hochkönig an sich gab es 1,5 Meter Neuschnee. Und vier Wanderer sind dann festgesessen am Matraushaus, am Gipfel des Hochkönigs. Und die wollten absteigen. Da wollte ein Bergführer aufsteigen und hat müssen aber abbrechen, weil er im brusthohen Schnee nicht mehr weitergekommen ist. Und die haben es dann müssen mit dem Polizeihubschrauber hinunterführen, weil ja heute das Wetter schon wieder schlecht ist. Also Ja, wobei man sagen dann. muss, dass das war jetzt keine große Überraschung, weil diese Front war ja wirklich angesagt. Naja, aber ich habe mit dem Hüttenwirt geredet oben, den kenne ich recht gut, und der hat gesagt, naja, seit dem Klimawandel, wenn eine Kaltfront kommt, kommen so 20, 30 cm Schnee. Und der ist seit 20 Jahren dort oben. Also der hat sich auch verschätzt. Aber es war schon massiv angesagt. Und wenn wir Ja. uns jetzt an die Regeln gehalten hätten, was wir da im Kurs gelernt haben, dann Wären wir nicht in die Situation gekommen. genau, es ist ja immer so, es ist immer die Sorge danach, was würde der Richter sagen, warum haben sie diese Entscheidung getroffen? Und vielleicht auch noch zu dem ein interessantes Thema, wie wir in Osttirol waren, ist eine deutsche Seilschaft, sind bei Schlechtwetter am Glockner aufgestiegen, waren dann, glaube ich, 19 Stunden am Stüdelgrad unterwegs und die haben auch da die Bergrettung runtergeholt, wobei man einfach sagen muss, also das ist einfach nicht notwendig und ja, aber so viel zum Thema Berg. Heute wird es ein bisschen was zum Thema Blitzen geben, da hat der Oliver was vorbereitet.
Und was ich vielleicht vorab sagen möchte, was mich sehr freut, ich habe heute schon am Vormittag mit dem Gerald Bretterbauer längere Zeit telefoniert und gesprochen, wir haben auch ein Video aufgenommen, das wird auch demnächst online gehen. Die Fotoreise Madeira kann jetzt einmal stattfinden. Wir haben also auch zwei Anmeldungen schon. Und in Madeira funktioniert es einfach so, es gibt quasi einen Covid-Test am Flughafen, der wird vom Fremdenverkehrsverband bezahlt. Und man fährt dann ins Hotel und kriegt innerhalb eines Tages dann die Nachricht und kann sich dann sozusagen frei bewegen. Es sind ja auf der Quinta da Chartista sehr wenig Gäste. Also wir sind dort in kleiner Gruppe mit maximal 7 Personen mit mir. Also wir können auch alle Regeln einhalten. Also wenn da jetzt jemand Lust bekommen hat oder vielleicht schon ein bisschen damit spekuliert, weil ich weiß, dass einige Leute sind, die sagen, okay, ich überlege, ob ich nicht im Dezember oder im Februar nach Madeira fahre. Es fliegt auch die TAP jetzt wieder. Also die TAP fliegt von Wien direkt, von Wien über Lissabon. Und für die, die aus den westlichen Bundesländern sind, also von München fliegt die Lufthansa auch direkt. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Und wenn jemand Interesse hat, bitte einfach mir mal kurz anrufen oder Mail schicken. Dann gerne auch im persönlichen Gespräch. Aber mir wäre es vielleicht auch wichtig, erstens einmal ist das eine saugeile Zeit zu Weihnachten, weil einfach die Sonne sehr weit im Süden ist und da Licht in Madeira herrscht, das eigentlich sonst nie gibt. Also das ist vom Fotografieren her auch hochinteressant. Das ist der kleine Fischerort Câmara de Lobos und an der Küste am Cap San Lorenzo haben wir einfach so ganz, ganz tolle Lichtstimmungen gehabt und die gibt es eben nur im Winter zu sehen. Und natürlich nicht zu vergessen der Weihnachtsmarkt in Funchal. Funchal, also die Materenser lieben so diese Lichterketten und so weiter. Da gibt es also ganz viele, da gibt es einen richtigen Christmas Walk, könnte man fast sagen, in der Altstadt, wo man natürlich tolle Fotos machen kann. Und wir haben eh gesagt, man steht dann in Wahrheit beim Punschstand in der kurzen Hose, trinkt Poncha, dieses madrensische Getränk, und hat eine schöne Zeit. Und was auch so spannend war, es gibt dann teilweise einen Sprühregen und dann gibt es diese ganz feinen Regenbögen. Und um diese Jahreszeit sieht man auch sehr, sehr viele Regenbögen. Aber keine Angst, also es regnet jetzt nicht die ganze Zeit durch. Aber das ist vom Licht her natürlich ganz, ganz toll. Und vielleicht jetzt nur eine Info. Wir haben also jetzt die Fotowochenende sind eigentlich alle durchgeführt worden. Die Rams haben wir jetzt abgesagt, da waren jetzt unterm Strich zu wenig Anmeldungen. Und wir haben jetzt noch ein Fotowochenende Ende des Monats in Südtirol. Und der Marc ist auch da. Marc, kannst du dir mal einblenden? Marc hat das Mikrofon noch abgedreht, sehe ich gerade. So, Marc, du könntest jetzt schon einmal dich zuschalten. Die werden wir mal schreiben, vielleicht werden wir das dann ein bisschen an späterer Stelle machen. Ich schreibe mal eine Nachricht. Okay, ja, wunderbar. Marc, wir hören dich noch nicht. Und jetzt dürfte es gehen, oder? Ja, wunderbar, jetzt hören wir dich auch schon. Ja, super. Ja, du, dann einmal ein herzliches Hallo in die Steiermark. Wie schaut es bei euch aus mit Schnee und so weiter? Ja, immer schön. Also jetzt ist der Schnee schon wieder weg, aber es war nicht 1,5 Meter, aber genug. Bis zu uns aber auf 900 Meter, 850 Meter. Frisch und steirisch quasi. Saftig. Ja. Aber gut. Der Marc ist ja permanent unterwegs und wir haben voriges Jahr das erste Mal gemeinsam diese Tour gemacht, was mir extrem gut gefallen hat. Und heuer haben wir ja wieder einiges vor, Marc. Stimmt, ja. Heuer ist im Prinzip wieder Südtirol am Fotoprogramm, das ohnehin sehr viel hergibt, jetzt in Sachen Landschafts- und Naturfotografie, zu ein bisschen einem anderen Zeitpunkt. Wir waren ja, Karl, letztes Jahr Ende September unterwegs. Oder genau. Heuer ist es Ende Oktober, wo die Hoffnung zuletzt stirbt, dass dann die Lerchen nur schön verfärbt sind. Und das dürfte ganz gut ausgehen. Also erfahrungsgemäß geht es immer so rund um den 20. Oktober los. Ich habe auch heute ein bisschen Fotomaterial mitgebracht, das eben nicht von der letztjährigen Tour ist, sondern von den Zeiträumen, wo ich schon im Spätherbst unterwegs war. Und ganz besonderer Reiz, weil halt die klassischen Bilder in Südtirol, die klassischen Bergmotive, denen wir uns widmen werden, sind ja
Jahreszeiten unabhängig, würde ich jetzt einmal sagen. Ich habe einfach so ein bisschen ein Potpourri mitgebracht, wo man das im Prinzip rauskehren bei dem Fotowochenende, worum es geht, nämlich sich wenigen Motiven intensiv widmen, ist irgendwie immer mein oder unser Ansatz in der Landschaftsfotografie, tüfteln mit Verschlusszeit, Stimmungen und ähnliches sozusagen alles das ausreizen, was die Landschaftsfotografie ausmacht, und der Herbst ist gerade rund um die Baumgrenze und oberhalb davon dann ganz, ganz besonders reizvoll. Das ist zum Beispiel so ganz ein klassischer Fotopunkt, der das ganze Jahr über zwar viel hergibt, aber ich finde halt gerade dann, wenn die Lärchen wirklich schön bunt sind und man Glück hat mit dem Wetter, ich meine, das ist bei uns Outdoor-Fotografen sowieso immer hopp oder top, also das Glücksspiel, aber wir haben immer noch Glück gehabt, also wird da auch passen. Und dann kann man sich da, also rund um die drei Zinnen, Sextaner Dolomiten, werden wir unterwegs sein und uns den Themen Berg, Wald und Wasser widmen, plus Stimmungen. Was bei den drei Zinnen schön ist, man kann ja bis zur Aronzo-Hütte rauf, hochfahren, hätte jetzt fast gesagt, rauffahren. Und von dort geht man dann zu dem einen Sonnenaufgangspunkt, glaube ich, 45 Minuten. Und um die drei Zinnen geht man gemütlich vielleicht eineinhalb, zwei Stunden herum, aber wirklich ganz, ganz gemütlich. Und wir haben voriges Jahr einmal eine Sonnenaufgangstour gemacht und sind dann aber abends auch noch einmal hingefahren. Und wir werden dermal ziemlich zentral in Cortina d'Ampezzo wohnen. Das heißt, wir haben von dort auch dann kurze Wege in alle Richtungen. Und was Ende Oktober auch sehr angenehm ist, ist, die Sonne geht später auf. Das heißt, wir können dann auch, also wir müssen nicht so früh weg und haben auch immer gute Chance, dass wir Sonnenaufgang, Sonnenuntergang machen können. Vielleicht nur zu eurer Beruhigung. Ich habe jetzt mit dem Hotel ausgemacht, dass wir bis ganz kurz vorher stornieren können. Wenn da irgendein Corona-Problem ist, dann muss niemand Storno bezahlen. Also das werden wir so organisieren, dass wir sozusagen da auch eine Exit-Strategie haben. Und wir haben auch einen Plan B in Osttirol. Also die Osttirol-Tour wird sich nicht mit der Tour überschneiden, die heuer im Sommer schon war. Also wir würden das auf alle Fälle gerne noch durchziehen als Abschluss der Saison, weil uns einfach das beides so gut gefällt, weil ich mit Marka irrsinnig gerne den Workshop mache. Also wir ergänzen uns da sehr gut. Und also wenn ihr noch Lust habt, mitzufahren, müsst ihr euch nicht fürchten. Wegen Anreise am besten über den Süden, und vor Ort machen wir Fahrgemeinschaften, weil wenn es daran scheitert, dass jemand vielleicht irgendwo nicht mitfahren kann, dann würden wir uns auch bemühen, dass wir schauen, wer von Wien fährt, dass wir vielleicht da dann gemeinsam fahren können. Weil ich fahre schon früher, also mit mir geht es wahrscheinlich das Mitfahren nicht, aber das Retourfahren, aber es lässt sich dann normalerweise immer irgendeine Lösung finden. Und es ist ja ein Ziel, das eben, wie du angesprochen hast, relativ flexibel gehalten werden kann. Also genau. Genau. Sollte da irgendwie reisepolitisch was in die Wege kommen, dann haben wir innerösterreichisches Ersatzprogramm. Und genau. Das ist ja genauso schön, sonst sind wir also nicht irgendwie abhängig von großen Anreiseunsicherheiten. Genau. Und ich denke mal, wir diskutieren jetzt intern auch immer so wegen Corona, was sollte man jetzt machen, was sollte man nicht machen. Wir haben jetzt die Gruppengröße auf 5 Personen im Seminarraum verkleinert und haben dann sozusagen auch diesen Mindestabstand. Wenn man halt dann vom Tisch aufsteigt, kann jeder seine Maske nehmen. Wenn er dann, also wir bemühen uns da sehr, weil wir wollen auch nicht alles zum Erliegen bringen. Ich finde das jetzt auch nicht gut. Aber man muss es natürlich auch für sich selbst immer entscheiden. Aber ich denke mal mit Vorsicht und als Naturfotografen, dort wo wir unterwegs sind, und wir halten uns eh von Ansammlungen prinzipiell fern. Also wir bemühen uns, so gut es geht. Und wir stehen immer abwindig. Genau. Sozusagen. Genau. Wo bist du gerade unterwegs, Marc, jetzt fotomäßig? Wo treibt sich hier herum? Ganz, ganz spontan. Heute gerade einer gekommen. Werden wir übermorgen wieder nach Deutschland fahren, nur fürs Buch Kapitel Wölfe, nur mal was erarbeiten. Er hat unser Förster Kontakt jetzt gerade ein Wolfsrudel mit 5 Welpen sozusagen erspäht, und das werden wir versuchen, so inshallah die Grenzen bis übermorgen durch Tschechien und Deutschland für uns Österreicher offen bleiben, dass wir das erarbeiten. Und dann geht es nach Slowenien für Filmproduktion wieder. Na sehr gut. Du Marc, dann sage ich mal vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Ich weiß, dass du sehr beschäftigt bist und du musst für morgen noch die Fotofallen vorbereiten, habe ich zuerst schon erfahren. Also du bist somit offiziell entlassen. Vielen Dank und liebe Grüße auch noch an die Christine. Und ich freue mich schon auf Südtirol. Also ich halte dich da am Laufenden und wir machen sicher ein super cooles Seminar werden. Ja, auf jeden Fall. Also euch schönen Abend und liebe Grüße in die Ländereien. Danke, Marc. Tschüss. So, wir haben jetzt das Fotowochenende in Wien gehabt am letzten Wochenende. Ich freue mich besonders, der Wolfgang war nämlich schon so fleißig und hat mir schon Fotos geschickt. Und ich möchte mit euch jetzt ein bisschen die Bilder durchschauen. Und
Wir haben am Donnerstag begonnen, da war das Wetter noch schön mit einer Abendsession bei der Bibliothek, also gleich bei uns am Urban-Lorenz-Platz. Man sieht jetzt keine Bilder. Okay, warte mal, da muss ich... Ah ja, jetzt sieht man es. Hat ein bisschen eine Verzögerung, oder? Jetzt sieht man es. Jetzt sind die Bilder da. Ja. Wunderbar, ja. So, okay, warte. Jetzt haben wir den Wolfgang rausgekaut, so. Man sieht es nur klein. Okay, warte, schauen wir mal. Also ich sehe es nur klein. Warte, schauen wir mal. Richtig groß. Na, warte, jetzt schauen wir mal, wenn Sie redet. Ich schalte euch jetzt einmal alle schön stumm, weil dann sonst, wenn ihr nämlich anfängt zum Reden, dann schalte ich immer das Bild um. Oliver, die muss ich wieder auf Audio einschalten, damit du mitreden kannst. Genau. Und wenn ihr dann was sagen wollt, müsst ihr einfach auch mit der Leertaste dazu schalten. Okay, das heißt, wir haben am Donnerstag noch bei bestem Wetter gestartet. Blaue Stunde an der Bibliothek am Urban-Loritz-Platz. Also für die Leute, die in Wien wohnen, ist das ja ganz leicht zu erreichen. Finde ich es recht eine schöne Location. Wolfgang hat das ein bisschen genutzt zur Street Photography. Und natürlich, wenn dann die Sonne untergeht, man hat hier zwei Lichtspuren am Gürtel. Das heißt, man kann einmal die Rücklichter aufnehmen. Man hat auf der anderen Seite quasi den Gegenverkehr, Straßenbahn. Also das finde ich sehr, sehr schöner Platz für so blaue Stunde Fotografie. In dem Fall natürlich lange Belichtungszeiten. Man sieht da schön den Stern an der Laterne unten und an der Straßenbahn. Also das ist immer das Tolle. Aber ich würde auch das Problem bei den blauen Stundenfotos mit Lichtspuren, der Gegenverkehr, quasi die Scheinwerfer, die auf uns zukommen, die sind manchmal so ein bisschen gefährlich, dass das Foto einfach nicht zu hell wird. Ich habe da aber andere Bilder auch noch gemacht. Die werde ich vielleicht einmal bei nächster Gelegenheit zeigen. Übrigens zur blauen Stunde. Ich habe jetzt dann ein E-Book gemacht, recht ein schönes, das ist auch als Artikel im Fotoobjektiv erschienen. Und ich werde die Woche ein Newsletter ausschicken, da gibt es einen Download-Link. Und ich habe auch die wichtigsten Locations in Wien reingeschrieben, die meiner Meinung nach sehr schön sind. Also wenn ihr hier Lust habt, mal fotografieren zu gehen, blaue Stunde ist immer so ein Thema. Und ich habe auch die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Ist ja nicht so schwierig, aber vielleicht kann ich euch auch ermutigen, wieder rauszugehen und das eine oder andere zu machen. Und am Freitag war das Wetter sehr schlecht. Jetzt haben wir dann spontan entschieden, dass wir ein Porträt-Shooting machen. Und da war die Joyce bei uns, ein ganz ein nettes Model. Wolfgang, magst du mir ein bisschen was zu deiner Intention sagen? Ich muss mir den Wolfgang schnell auf laut schalten. Ich muss mir mal selber auf laut schalten. Ja, du bist auf laut, genau. Die Idee war, dass dieses Blau im Kleid und dieses Blau über dieses, also wie man das nennt, Magenta zu unterstützen. Und da haben wir auf den Blitz eine orange Folie gemacht und haben das Model angeblitzt mit der orangen Folie und den Weißabgleich auf Tungsten, also auf Kunstlicht gestellt. Und dadurch ist das Gesicht und das Model einigermaßen normal und der Hintergrund bläulich. In dem Fall haben wir etwas nachhelfen müssen. Da haben wir nachher noch musste ich nachher das Gesicht von dem Model noch ein bisschen oranger machen, weil der Blitz vielleicht etwas zu schwach war für da draußen. Aber das kann man ja dann in dem Photoshop Nachbearbeitung machen. Und damit bekommt man diese bläuliche Atmosphäre im Hintergrund. Was vielleicht das Interessante ist, dass es hat ja da bei diesen Aufnahmen leicht geregnet. Also man sollte sich manchmal auch nicht abhalten lassen, auch bei Regen rausgehen zu fotografieren. In dem Fall haben wir nur geschaut, dass wir die Joyce nicht irgendwie komplett unter Wasser kriegen. Es ist nämlich auch ganz spannend zu fotografieren. Und der Olle wird uns ja heute noch ein bisschen was über Studioblitz erzählen. Und wir werden sicher jetzt demnächst einmal auch was zum Thema Blitzen machen. Und zwar vielleicht in einer Sendung einmal uns noch ein bisschen intensiver mit dem Aufsteckblitz beschäftigen. Weil man sieht da eigentlich ganz gut, was so tolle Sachen möglich ist. Und das Geheimnis ist einfach, den Blitz von der Kamera zu trennen. Also der Wolfgang hat einfach den Blitz auf einen Stativsteck gehabt mit einem Fernauslöser. Und das ist immer so ein bisschen das Thema. Wir waren dann noch kurz in der Fotogarage und haben da auch noch ein paar tolle Bilder gemacht und sind dann am Nachmittag ins Palmenhaus nach Schönbrunn gewechselt
und haben dort auch noch einmal mit Ringblitz gearbeitet und haben dort nochmal Makros fotografiert. Und das Palmenhaus ist auch vielleicht so eine Location, die bei jedem Wetter geht. Also wenn ihr mal, vielleicht einen Nachmittag habt, jetzt da im Winter und ihr wollt fotografieren, ihr wisst nicht, wohin, das Palmenhaus in Schönbrunn sperren jetzt, glaube ich, um 17 Uhr zu im Winter und irgendwann dann nur 16 Uhr am 1. November, aber die haben prinzipiell immer offen. Leider blüht aktuell sehr wenig, aber man findet sich in Wahrheit immer was, was man fotografieren kann. Und der schwarze Hintergrund kommt eigentlich davon, dass er relativ eine kurze Belichtungszeit von einem 200stel vor einem Blitz beleuchtet. Das heißt, der Hintergrund auf dem Feld überhaupt kein Licht. Da war, das ist einfach dort vor Ort, aber durch den Blitz quasi wird der Hintergrund nicht beleuchtet. Da haben wir auch so eine schöne Orchidee gehabt. Irgendwie, Karl, bei der Übertragung, zumindest kommt es bei mir an, werden die Bilder alle ein bisschen unscharf. Ich merke das auch unten an der Schrift. Okay, ja, das tut mir leid, aber das da kann ja, ich jetzt ja, nicht. Nein, ich merke es auch an meiner Unterschrift, die da. Ja, wie schaut das beim Rest aus? Weil da habe ich leider das Problem, dass ich da überhaupt keinen Einfluss drauf habe. Das kann die Bandbreite und so weiter sein, aber die Fotos sind gestochen scharf, kann ich euch nur sagen, die sind. Das sind von mir. Wer von euch tut ein Makro fotografieren mit Blitz? Haben wir da jemanden dabei? Eigentlich schon, ja. Ja? Andreas, du hast jetzt ganz viel Makro gemacht. Hast du teilweise ein bisschen Blitz in Verwendung? Bis jetzt kein einziges Mal. Ich habe es alles bis jetzt ohne Blitz gemacht. Soweit bin ich noch nicht gekommen zum Blitz. Okay, ja, gut, aber wir wollen jetzt ja dann schon langsam. Ja. Wir wollen jetzt schon langsam dann vorarbeiten. Ja. Ja, das ist wirklich eine faszinierende Sache. Und das Interessante ist ja, also alles, was ihr beim Oliver am Wochenende am Blitzworkshop lernt, das ist ja auch 1:1 anwendbar mit Systemblitzen. Das spielt ja alles zusammen. Aber Schlechtwetterprogramm war wirklich das Thema. Wir sind nämlich dann am Samstag in das Ernst-Fuchs-Museum gefahren, in der Hüttelbergstraße. Und die sind dort sehr, sehr nett. Also der Eintritt sind, glaube ich, 9 Euro. Und man kann da auch mit Stativ fotografieren. Also das war überhaupt kein Problem. Das war quasi für uns so ein bisschen das Thema, um auch bei schlechtem Wetter da was machen zu können. Sag mal, Wolfgang, der Kontrastumfang war ja so das große Problem, gell? Und ich denke, du hast ja einige HDRs gemacht. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Also das, da haben wir HDR-Aufnahmen gemacht. Es sind 4 oder 5 Aufnahmen mit jeweils einer Blendedifferenz und die dann im Post-Processing zusammengefügt. Und das ist, also bei mir ist das ganz spannend. Bei mir kommen auch diese Bilder relativ verschwommen an. Also, aber bei mir sind die gestochen scharf. Ich habe das Problem gehabt, dass das eigentlich mit zu scharf war schon. Das HDR, was man schon zuschafft. Und ich bin aber auf eins draufgekommen, dass man das Flächige von dem HDR, von der HDR-Aufnahme wieder wegnehmen kann, wenn man zuletzt über diese Aufnahme eine Vignette legt, dann wird es wieder räumlicher. Das habe ich bei all diesen Aufnahmen gemacht. Da ist überall eine leichte Vignette drauf und dadurch wird es wieder räumlicher. Super. Du, da vielleicht ein kleiner Hinweis an Oliver. Oliver, HDR wird man auch vielleicht einmal als Photoshop-Thema, könnte man uns einmal vornehmen, oder? Gute Idee, ja. Ja. Was mir immer auffällt bei den Fotos, und da müsst ihr wahnsinnig aufpassen, die Luster sind oft da das große Problem, weil die sind so hell, dann habe ich irgendwie, aber das ist bei diesem Foto jetzt nicht, weil es einfach durch die HDR-Technik, dass ich quasi dann der Luster überstrahlt das gesamte Bild, ruiniert das Foto, also da muss man immer aufpassen, und wenn ich jetzt ein HDR mache, kann ich eben dann das viel besser steuern, und man sieht da das ganz leicht bläuliche Licht von draußen, das vom Tageslicht, das quasi reinkommt. Und wenn ich natürlich ein HDR-Bild mache, kann ich diese ganzen Bildteile besser aufeinander abstimmen. Der Ernst Fuchs hat diese Villa gekauft. Das war ursprünglich das Atelier von Otto Wagner. Und im ersten Raum, ich gehe da jetzt nochmal zurück, das war nämlich der Arbeitsraum von Otto Wagner, das war jetzt zu viel, wo er quasi auch seine Entwürfe gemacht hat. Also das ist auch wirklich hochspannend und wäre auch so ein typisches Schlechtwetterprogramm. Aber wenn man dann, ich springe da nur noch mal kurz wieder, ich gehe jetzt wieder ins letzte Bild. So. Ja, da haben wir dann von draußen schon die großen Fenster, gell? Das war sein Bettraum. Also, wer da drin, ich weiß nicht, warum die Sessel da drinnen stand, wer ihm beim Schlafen zugeschaut hat, aber das ist jedenfalls seine Bettstatt.
Ja, da haben sie wahrscheinlich Eintrittskarten verkauft, damit jeden Tag ein anderer zuschauen dürfen, oder? Keine Ahnung. Wolfgang, hast du das mit Absicht so im leichten Bläulicht gehalten? Weil das ist für mein Gefühl, aber schaut, finde ich, eh gut aus. Ja, ich hab's ein bisschen bläulich gehalten, dass er etwas die Farbe verändert, weil mir der Gelb-Blau-Kontrast sehr gut gefallen hat. Ja, und es passt ja gut zum Gesamtbild. Ja, ich hab's etwas bläulich gehalten. Also es war etwas heller, weniger blau, ja. Und wir haben da auch sehr viel mit dem Stativ gemacht bei den HDRs sowieso. Das heißt, wir haben da auch, das ist auch wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man dann reinkommt, einfach mit den Leuten reden. Weil ich vorher angerufen und die sind sehr, sehr nett. Also da kann man auch jederzeit hingehen, fotografieren, nur im Internet nachschauen. Ich glaube, Montag ist Schließtag. Aber ich denke, dass das ganze Jahr sogar offen haben. Und interessant ist auch der Außenbereich. Also da gibt es einen sehr schönen Brunnen, wo man ganz viele Details sich rauspicken kann. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Und nachdem dann das Wetter schöner geworden ist, sind wir dann raufgefahren am Leopoldsberg. Das wäre der nächste Fototipp in Wien. Und haben dann diese schöne Wolkenstimmung gehabt. Das war so um 15, 15, um 4, schätze ich mal, so am Nachmittag. Also Leopoldsberg kann ich euch auch sehr empfehlen als blaue Stunde-Location oder als Spätnachmittag-Location. Nur nicht zu spät, weil da ist dann relativ früh schon die Sonne jetzt um diese Jahreszeit draußen. Ich war da mal bei Vollmond oben, das ist auch ganz, ganz toller Fotopunkt. Und was man nie vergessen darf, man muss einmal auf die andere Seite auch schauen. Und ich finde, da hat der Wolfgang ein großartiges Panorama gemacht. Ja, da hat der Karl eigentlich darauf aufmerksam gemacht, werde ich jetzt übersehen. Aber da habe ich dann noch einmal nachgeholfen, indem ich die Ränder etwas abgedunkelt habe und bei den Windmühlen die Kontraste erhöht. Ja, und das schaut, finde ich, so genial aus. Und das war eben das Schöne am Samstag mit dieser tollen Stimmung. Und wir haben kurz einmal überlegt, dass wir oben bleiben, aber es war dann irgendwie sehr kalt und sehr windig. Also haben wir gesagt, okay, wir fahren einfach runter zur Schemmerlbrücke. Weil die Schemmerlbrücke ist ja einer meiner absoluten Lieblingsplätze in Wien. Und das zieht sich jetzt eigentlich, der Otto Wagner zieht sich heute wieder mal komplett durch, diese Löwenbrücke. Und da haben wir dann noch einen schönen Sonnenuntergang gehabt und eine blaue Stunde. Also das heißt, das war dann ein sehr, sehr schöner Abschluss des Abends. Wenn ihr so Fotos mit Lichtspuren machen wollt, müsst ihr euch überlegen, wie lange in etwa das Auto da durchfährt. Und dann sind wir so auf eine Belichtungszeit von 6 Sekunden gekommen. Also da wäre es manchmal sogar sinnvoll, einen neutral Dichtefilter zu haben. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich brauche vielleicht 10 oder 15 Sekunden, damit ich entsprechend lang belichten kann. Also da war es eh schon dunkel, da war es kein Problem. Aber das ist zu bedenken, wenn ich so Fotos machen will mit Lichtspur, einmal stoppen, wie lange braucht das Auto, um diesen Weg zurückzulegen. Und natürlich, was da besonders schön ist, weil das Auto von links genau in der Diagonalen reinfährt und dann durch die Brücke. Also das war ja, finde ich... Und noch die Brücke dann ausleuchtet, das ist das Schöne. Genau, das genau. Leuchtet, genau. Und wir haben festgestellt, wie schon so oft, dass bei der blauen Stunde danach, also gibt es einmal so 10, 15 Minuten circa, das ist das absolute Top-Highlight, wo einfach das schönste Licht ist und das muss man halt nutzen. Und nachdem es am Vortag geregnet hat, war es auch sehr, sehr klar und das hat das Ganze natürlich auch wieder gefördert. Und am Sonntag war dann der letzte Tag des Fotowochenende Wiens, da haben wir uns dann um 7 getroffen am Zentralfriedhof. Und haben dort eine kleine Runde gemacht und da ist einfach die Stimmung am Morgen, ist auch so ein Herbstthema, ist einfach großartig. Und wenn jetzt dann die Nebel auch noch kommen, Nebel haben wir keinen gehabt, da habe ich dann gesagt, okay, entweder Nebel oder Regen, das kann man sich aussuchen, also ist dann gescheiter in dem Fall kein Nebel und kein Regen, dafür schönes Wetter. Und das ist ja ganz was Interessantes, dann Wolfgang hat seinen Nebel mitgehabt. Wolfgang, wie hast du den Nebel gemacht? Also einfach, indem man etwas direkt vor das Objektiv hält. Das ist die Öffnung war 1,4. Die Öffnung war 1,4 und ich habe direkt vor das Objektiv gehalten. In dem Fall waren spannenderweise ein Straßschmuck, wie man auf den Kronleuchtern findet. Ja. Den habe ich da vorgehalten und dadurch, dass er so nah dran ist, war er so nebelartig. Eigentlich habe ich mir gedacht, das verschleiert man das nur, aber das ist dann rausgekommen. Dann habe ich es gleich als Nebel genommen. Weil der Oliver hätte Nebel im Photoshop-Koffer mit, oder? Locker hätte der.
Ja, aber die Idee, finde ich, ist super und auch die Umsetzung. Nein, gefällt mir irrsinnig gut, dieses Bild. Also ich finde das super spannend, wenn man irgendwelche Dinge dann sozusagen vor das Objektiv hält und mit dem arbeitet, weil man einfach eine andere einen räumlichen Effekt kriegt. Und das ist eine ziemlich einfache Idee. Und hast du daheim denn Lust am Obmontieren? Von was denn das her, Wolfgang? Nein. Ich habe mir das fürs Porträt-Shooting habe ich mir so Kristallset gekauft, wo so andere Leute den Luster machen, habe ich diese Perlen gemacht und auf eine Kette aufgezogen und die halte ich halt dann vor. Aber es bräuchte es gar nicht. Man könnte auch ein Zellophan vorhalten oder irgendwas zusammenknüllen oder ein bisschen Papier und dann wird es genau auch so. Weil dort war ja dann weit und breit kein Vordergrund. Also muss man zu diesen Dingen greifen. Man kann sich den Vordergrund auch selber machen. Ja, wunderbar. Ja, und wie gesagt, das waren dann eigentlich von Donnerstag bis Sonntag sehr erfüllte Tage, wo wir wirklich viel gemacht haben. Und nachdem jetzt das Fotowochenende Wien schon so oft im Herbst war, wird es nächstes Jahr Anfang Mai sein. Und wir werden also wahrscheinlich im japanischen Garten auf der Hohen Warte ein Porträt-Shooting machen. Aber da wird es eh dann mehr Infos noch geben. Aber wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr euch einfach diese Plätze auch anschauen. Und gerade Zentralfriedhof wäre jetzt für den Herbst meine Top-Empfehlung, da mal hinzugehen. Und das kann man in der Früh machen oder so am Nachmittag, wenn es dämmert. Reh haben wir auch gesehen, wir haben Eichhörnchen gesehen. Ja, also da muss ich mich auf die Behauptung stützen von Karl. Ich hatte das 600mm Objektiv drauf, weil ich die Rehe fotografieren wollte. Ich habe den ganzen Vormittag kein einziges Reh und kein einziges Eichhörnchen gesehen. Ich hab das wieder abmontiert. Ja, ich habe das Foto jetzt leider nicht griffbereit, aber ich hätte mal zumindest ein Rehbeweisfoto, aber so schön, also so toll ist es nicht geworden. Aber witzigerweise wir sind dann noch zur Kirche rüber, also das ist das Tor 1, ist der Eingang, also ist der vorderste Eingang, geht man in den jüdischen Teil. Da kann man dann einfach gleich rechts reingehen und dann irgendwann hält man sich wieder links und kommt dann eh zur Kirche. Und es waren dann zwei Rehe ganz in der Nähe bei der Kirche, also dort, wo eigentlich die meisten Menschen sind, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber so ist es halt. Aber Wolfgang, nochmal vielen Dank, weil ich glaube, du musst auch weg und wir hören uns eh bei nächster Gelegenheit. Okay, danke. Okay, also, ciao, bye. Ciao. Also Oliver, dann würde ich jetzt einmal an dich übergeben. Ja, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Gut, jetzt nur die kurze Frage. Wir sehen dich. Ja. Ja, und den Titel Lichtformen, ja, in der Fotografie spricht man ja oft, also oder Fotografen sagen oft, ja, also jetzt muss ich das Licht besser formen. Und ich habe mir gedacht, ich gehe mal dieser Aussage auf den Grund, was ist eigentlich damit gemeint? Naja, wenn man sich das jetzt physikalisch anschaut, Licht ist der für das menschliche Auge adäquate Sinnesreiz. Und je heller das Licht halt ist, umso intensiver ist dieser Reiz für das Auge. Und genauso ist es dann auch bei der Kamera. Also dort, wo der Sensor ganz viel elektromagnetische Impulse bekommt, da bildet er dann dieses Pixel als sehr helles Pixel ab, und dort, wo er gar kein Signal bekommt, der Sensor, dort wird es schwarz. Aber jetzt haben wir mal über die physikalischen Eigenschaften des Lichts kurz gesprochen. Licht formt man jetzt physikalisch? Naja, Licht breitet sich als elektromagnetische Welle im Raum ganz geradlinig aus. Das sieht man dann auch, wenn man dann bei Nebel so in Wäldern fotografiert. Also ihr seht eh diese Lichtstrahlen schnurgerade. Ja, also schnurgerade, was kann ich da formen jetzt des Lichtes? Naja, physikalisch gesehen kann ich das Licht einmal spiegeln. Das heißt, ich habe einen Spiegel, Einfallwinkel ist gleich Reflexionswinkel, lautet das Gesetz. Und das nutzt man heute halt in der Fotografie, wenn jetzt zum Beispiel da von hinten vom Fenster das Licht kommt, nimmt man dann einen Reflektor, meistens mit einer silbernen Oberfläche, und reflektiert dann dieses Licht, das von hinten kommt, auf das Modell, weil sonst würde ja das Modell, wenn man jetzt dann von dieser Richtung her da fotografiert, ja zu dunkel sein. Und dann gibt es also physikalisch noch die Möglichkeit, dass sich das Licht bricht. Das passiert dann immer, wenn das Licht durch ein Medium
scheint und dann das Medium sich ändert. Und das nutzen die ganzen Fotoapparatehersteller bei ihren Objektiven. Also das heißt, das Licht wird dann in der Linse gebrochen und so bekommt man halt dann sehr lichtstarke Abbildungen. Ja, aber das ist jetzt nur mal die physikalische Sache. Also ich kann Licht nur entweder spiegeln oder brechen, aber ich kann es nicht wirklich formen, also verbiegen oder in eine andere Form bringen. Gemeint ist da eigentlich, wenn Fotografen sagen, Licht formen, sie sprechen da von einer Lichtqualität, die sie dann nutzen bei ihrem Bild. Und als Lichtqualität gibt es zum Beispiel diese, das heißt, wenn der Schatten messerscharf ist, also dieser Übergang von hell zu dunkel sehr abrupt erfolgt, dann spricht man in der Fotografie von einem harten Licht. Also die Lichtqualität ist ein hartes Licht. Und das seht ihr da, wenn die Sonne scheint, blauer Himmel, dann wären halt diese Schatten alle messerscharf. Und das ist also jetzt von der Lichtqualität ein hartes Licht. Und umgekehrt, wenn jetzt der Himmel bewölkt ist, also die Sonne sieht man nicht, sondern eine riesen Wolkendecke bedeckt den Himmel, dann werden diese Schatten, also dieser Übergang von hell zu dunkel irrsinnig weich und dieser Übergang breit und teilweise sieht man auch gar keine Schatten und diese Lichtqualität bezeichnet man dann in der Fotografie mit weiches Licht. Ja, und ihr seht eh, wenn es neblig ist, kann es sein, dass man da gar keine Schatten nimmt. Also kurz zusammengefasst, wenn ich sage, ich möchte das Licht auf irgendeine Art und Weise in der Fotografie formen, dann gibt es auf der einen Seite als Lichtqualität das harte Licht, in dem die Schatten halt sehr messerscharf abgebildet werden oder das weiche Licht, ihr seht eh, da ist ganz zart, nur ein bisschen ein dunklerer Teil und man nimmt den Schatten da vorne bei der Glühbirne schon gar nicht mehr wahr. Und genauso, wenn ich jetzt Menschen fotografiere, kann ich Menschen auf der einen Seite mit hartem Licht fotografieren, ihr seht es eh da hinten am Schatten von der Person oder auch da am Nasenschatten, dass der sehr scharf abgebildet wird und wenn ich Menschen mit weichem Licht fotografiere, dann sieht man halt sehr wenig. Also man kann zwar da wahrnehmen, dass da hinten ein bisschen dunkler wird und da bei der Nase auch ein bisschen dunkler wird. Also das sind so die beiden Lichtqualitäten, zum einen hartes Licht und weiches Licht. Und diese Bildqualität, die kann ich auch als Bildstil nutzen. Und darf ich kurz eine Frage stellen? Ja, bitte, ja. Gerne. Also worauf man spricht, es gibt ja auch Leute, die unterscheiden zwischen weichem und diffusem Licht. Das habe ich noch nicht verstanden. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Weiches und diffuses Licht. Ach so, weiches und diffuses Licht. Gut, also vielen Dank für diese Frage. Auf die gehe ich dann noch ein, Wolfgang. Also gib mir dann zwei Minuten. Ja. Ja, also grundsätzlich sagt man hartes, weiches Licht. Ich zeige euch das dann noch. Ja, und diesen Bildstil, also ihr seht es eh da, das sind so diese Schauspielerinnen-Fotos aus den 40er Jahren. Da hat man also nur hartes Licht zur Verfügung gehabt damals in dieser Zeit als Fotograf. Und da sind halt diese klassischen Schauspielerinnen-Fotos entstanden, schwarz-weiß. Und ihr seht es eh da am Nasenschatten, der ist messerscharf. Und das erzeugt halt sehr viel Drama in einem Bild und das meine ich jetzt mit Bildstil. Also wenn ich jemanden ein Porträt machen möchte und es sollte halt sehr kontrastreich und dramatisch sein, also wenn ich einen tätowierten Rocker fotografiere, dann würde ich eher hartes Licht nehmen. Ja, und möchte eher so ein bisschen ein lieblicheres Bild produzieren, also eine junge Frau und das sollte halt so ein nettes Bild werden, dass dann die junge Frau das ihrer Mutter zu Weihnachten schenkt, dann würde ich eher die Lichtqualität weiches Licht empfehlen. Ja, also das wäre jetzt einmal die eine Geschichte, wie ich sozusagen Licht forme, indem ich also diese zwei Lichtqualitäten nutze. Und jetzt kommt aber die große Frage, wir haben ja alle da unsere kleinen Aufsteckblitze zu Hause und wollen jetzt eine dementsprechende Lichtqualität herstellen, dass ich sage, ich möchte jetzt Personen fotografieren, einmal mit harten und leichten, weichem Licht. Naja, mit
dieser kleinen Lichtquelle gehen einmal zurück. Also ganz kleine Leuchtfläche oder Lichtquelle kann ich nur hartes Licht erzeugen. Also das ist das eine Seite, hartes Licht entsteht, wenn ich mit einer kleinen Lichtquelle jemanden anblitze oder einen Gegenstand anblitze oder anleuchte, dann habe ich als Ergebnis ein hartes Licht. Wenn ich eine riesengroße Leuchtfläche habe, dann entsteht auf diesem Model, dann, ihr seht eh, diese Leuchtfläche ist genauso groß wie das Model, dann entsteht ein weiches Licht. Naja, wir haben jetzt alle unsere kleinen Aufsteckblitze mit dieser kleinen Lichtquelle zu Hause. Wie kann man jetzt mit dieser kleinen Lichtquelle weiches Licht herstellen? Weil ich würde gerne mal ein liebliches und zartes Porträt fotografieren. Naja, da könnte man zum Beispiel folgenden Trick anwenden. Ihr steckt so einen Blitz auf die Kamera, verdreht dann den oberen Teil des Blitzkopfes so, dass er nach hinten oben blitzt. Also ihr seht, da ist der Fotograf, der schaut da durch die Kamera, fotografiert in diese Richtung und der Aufsteckblitz blitzt nach hinten oben. Und wenn Sie jetzt in einem Raum seid, der weiße Wände hat und eine weiße Decke, dann fotografiert ihr da in die Richtung, da steht euer Model und das Licht von diesem kleinen Aufsteckblitz blitzt also da hinten diese weiße Wand an und die Decke und dann entsteht aus dieser kleinen Leuchtfläche plötzlich eine riesige Leuchtfläche, nämlich diese Wand und die Decke und dann erhält dieses Model, weil dieses Licht wird ja dann reflektiert und auf das Model geworfen, die Lichtqualität weiches Licht. Und schaut ihr mal euch dieses Porträt an, das habe ich bei einem Business-Shooting erst vor ein paar Wochen fotografiert in einem Wiener Unternehmen, also da sind die Mitarbeiter fotografiert worden und da habe ich einfach den nackten Blitzkopf nach hinten auf die Wand und die Decke geblitzt und ihr seht, wie wunderschön dieses Licht geworden ist. Also ihr seht, also das heißt, man braucht gar nicht viel investieren und kann da auch schönes, weiches Licht. Man braucht halt diesen Raum, der zur Verfügung steht. Weil wenn ihr so einen Raum habt, wo man sagt, das ist eine typische Berghütte mit viel Holz, dann geht das leider nicht, weil dieses Licht wird dann sehr gelb und dann schauen die Menschen eher krank aus. Naja, dann müsst ihr einfach, eine Variante wäre, man nimmt einen Duschvorhang, einen weißen, der ist also so leicht transparent, stellt dann den Duschvorhang so auf, dass man sagt, ich hänge da irgendwie auf einem Gehänge oder Stativ, stellt dahinter meinen kleinen Aufsteckblitz wieder, löse den Aufsteckblitz mit einem Funkauslöser aus. Das heißt, der Blitz blitzt dann auf den Duschvorhang. Diese kleine Leuchtfläche wird dann zu dieser großen Leuchtfläche. Da ist das Modell. Und das Modell wird wieder mit einer großen Leuchtfläche angeleuchtet und erhält wieder weiches Licht. Oder das heißt, Oliver, wenn ich keinen Duschvorhang mit habe, könnt ihr einen Schirm nehmen, oder? Ja, ja, das kommt im Vortrag. Also ich kann auch Fensterlicht, also nutzen, also weil ein Fenster, ein großes Fenster ist ja genauso eine große Leuchtfläche. Wichtig dabei ist, es darf die Sonne nicht direkt durch das Fenster hineinscheinen, weil dann habe ich wieder nur eine punktförmige Lichtquelle, weil die Sonne ist ja irrsinnig weit weg und relativ zum Model dann wieder eine kleine Lichtfläche und erzeugt wieder hartes Licht, aber ein Nordfenster ist ideal und dann habe ich erst wieder weiches Licht. Und das, was der Karl vorher erwähnt hat, ich kann natürlich auch einen Durchlichtschirm, nennt sich das, also das ist wie ein Regenschirm, aber der hat halt auch wieder einen Duschvorhang, so ein leicht transparentes Material und wenn ich den jetzt dann mit dem kleinen Blitz anblitze, wird dieser Riesenschirm zur Leuchtfläche und ich bekomme wieder ein weiches Licht aus Lichtqualität. Und ihr seht, das ist ein Schirm, der hat einen Durchmesser von fast 110 cm, den nutze ich so in dieser Größe und kostet 19 Euro. Also das ist keine große Investition. Die beim Großglockner-Workshop mit waren, die haben den gesehen, den habe ich immer auf meinen Rucksack gehabt, weil dann bin ich halt immer flexibel und kann sagen, einmal fotografiere ich den Bergbauern mit hartem Licht und dann sage ich, ja, und da den Schmied, den haben wir mit weichem Licht fotografiert. Ja, diese
Lichtformer, so nennt man das jetzt auch, wie den Durchlichtschirm oder diesen Duschvorhang oder dieses Fenster, die bringen halt einen gewissen Teil des Lichtes aufs Motiv und viel Licht von diesen Lichtformen geht halt durch den ganzen Raum und beim Motiv vorbei und hat dann keine relevante Bildwirkung. Und jetzt kommen diese ganzen Lichtformer ins Spiel, wo man sagt, ja, wenn ich jetzt also auf meinen Blitz einen Lichtformer gebe, wie da zum Beispiel, man nennt es einen Snood, dann habe ich halt kein Streulicht auf die Seite und ich bekomme dann wirklich ein sehr punktförmiges Licht auf mein Model. Und das heißt, die Energie dieser Blitz entwickelt, also mit diesem Licht gemessen in Wattsekunden, ich kann halt dieses Licht dann effizienter nutzen oder ihr seht es auch da, die sind dann so inner silber glänzend und die Effizienz eines Leuchtkörpers wird dadurch erhöht durch diese Lichtformer. Das sind jetzt so kleine Lichtformer gewesen, die eher so punktförmiges Licht und hartes Licht produzieren. Und wenn ich sage, ich möchte große Lichtflächen formen, damit ich dann weiches Licht habe, dann muss ich halt Softboxen nutzen. Und die haben dann als Lichtfläche, dann der Blitz ist da hinten und aus dem kleinen Blitz wird dann diese große Leuchtfläche und dann habe ich halt wieder weiches Licht. Und jetzt komme ich zurück zum Wolfgang seiner interessanten Frage, der hat gesagt, weiches Licht gibt es auf zwei Arten, entweder zu 100% diffus. Diffus heißt, dieser Leuchtkörper da hier vorne wird homogen ausgeleuchtet. Ihr seht, da hinten steckt der kleine Aufsteckblitz. Und normalerweise würde jetzt dieser Aufsteckblitz hier so einen Hotspot produzieren und dann würde da auf dieser großen Leuchtfläche die Lichtstärke abnehmen. Das heißt, da ist ein nicht diffuses Licht, weil ja da im Zentrum von der Softbox das Licht heller ist und am Rand weniger wird. Und damit das nicht passiert, gibt es in jeder Softbox noch einen Innendiffusor. Also das heißt, da hinten ist der Blitz, dann muss das Licht durch den ersten Diffusor und dann da vorne ist nochmal ein zweiter Diffusor drauf, damit dann dieses Licht da vorne auf der Softbox komplett homogen ist. Also nicht nur im Zentrum sehr hell ist, sondern auch an den Rändern der Softbox. Und wenn man jetzt diesen Diffusor innen weglässt, dann bekommt man ein weniger diffuseres Licht. Das heißt, ich habe halt im Zentrum da ein bisschen mehr Licht und an den Rändern weniger. Und das nutzen die Modefotografen, dass sie so eine Mischung aus hartem und weichem Licht produzieren. Das heißt, die Models haben auf den im Gesicht so Reflexe an der Nase, an den Backen, wo es sehr attraktiv ausschauen kann, je nachdem, welchen Bildstil ich gewählt habe und habe trotzdem so eine Mischung aus hartem und weichem Licht, weil dieses harte Licht macht wunderschöne Strukturen. Also wenn ich Stoffe fotografieren möchte oder Farben, also dieses harte Licht bildet Farben sehr intensiv ab und dann sagen sie halt die Modefotografen, ich brauche aber für meinen Bildstil weiches Licht, dann lassen sie meistens da diesen Innendiffusor weg. Wolfgang, habe ich jetzt deine Frage einigermaßen damit beantwortet? Ja, passt. Danke. Gut, ja. Also die Profis sagen, die nutzen halt dann so eine Mischung. Okay, ja, und es ist jetzt praktisch vollkommen egal, ob ich jetzt in einem Studio fotografiere und große Studio-Blitzköpfe nutze oder meinen kleinen Aufsteckblitz, an der Lichtformung an sich ändert nichts. Also es gibt, wenn ich jetzt die nackten Blitzköpfe verwende, erzeuge ich hartes Licht, zum Beispiel möchte dieses Schauspielerinnenlicht aus den 1940er Jahren nachahmen, dann verwende ich halt den nackten Studio-Blitzkopf, sei es ein Studiolicht oder meinen kleinen Aufsteckblitz und möchte eher diese weichen und lieblichen Porträts, ja, dann muss ich halt
vor beiden Lichtquellen eine Softbox oder einen Durchlichtschirm montieren, damit ich dann eher weiches Licht habe. Der Vorteil von diesen Studio-Blitzköpfen ist halt, sie sind halt größer, natürlich auch teurer, haben dadurch mehr Leistung. Wenn man mit ihnen auch mit voller Leistung fotografiert, dann sind sie schneller wieder aktiv. Das heißt, die kann also irrsinnig schnell hintereinander auch unter voller Leistung blitzen. Das geht halt mit unseren kleinen Aufsteckblitzen nicht. Also wenn ich die unter voller Leistung benutze und einmal einen Blitz abfeuere, dann muss ich schon bis zu 2 Sekunden warten, damit ich wieder einen Blitz mit voller Leistung bekomme. Und das ist halt der Unterschied zwischen Studio Blitzkopf und unseren kleinen Aufsteckblitzen. Natürlich, aber dafür kann ich so einen kleinen Aufsteckblitz in die Fototasche stecken und habe dann halt den immer mit dabei. Ja, und wer jetzt ein bisschen tiefer eindringen möchte in dieses Lichtformen und da ein bisschen experimentieren möchte und neue Bildideen umsetzen möchte, den empfehle ich unseren Studio-Einstieg in die Studiofotografie. Der nächste Kurs ist jetzt das kommende Wochenende am Samstag in Wien von 19 bis 17 Uhr. Wir sind da in einem Fotostudio im 9. Bezirk direkt am... Oh, jetzt muss ich schnell nachschauen. Karl, wo ist die... Das, ich weiß es nicht auswendig, aber das schickst du eh aus, die Info. Ja, ja, ja. Also das ist da... Fotografie.at, das ist ein ganz tolles Mietstudio. Ja, und wir haben 3 Models haben wir am Start, eine Visagistin, und wir haben da folgende Bildstile geplant. Zum einen natürlich den mit weichem Licht, also ihr seht da dieses Bild und dieses Bild. Also da sagen wir natürlich schön zu diesem Bildstil. Die Models sind schon instruiert, also wir haben die Outfits schon ausgesucht. Dann wollen wir ein bisschen knackiger werden mit dem Licht und machen Fashion Beauty. Das ist also ein Beispielbild. Und zum Schluss wollen wir dann diesen Stil aus den 1940er Jahren umsetzen, wie so damals die Marlene Dietrich fotografiert wurde. Und wenn man dann diese Bilder in Schwarz-Weiß konvertiert, dann haben wir genau diesen Bildstil. Also dieser Workshop ist dann kommenden Samstag in Wien. Und am Sonntag sind wir noch einmal in diesem Fotostudio. Und da werden wir dann ganz kreativ einzelne Produkte fotografisch mit Licht und dementsprechende Lichtformen in Szene setzen. Und ich habe da jetzt nur mal eine kurze Auswahl. Also wir werden da diese Wassersplash-Fotografie machen. Wir werden Armbanduhren sehr hochwertig umsetzen, Weinflaschen da ganz hochwertig und auch mit so Tricks. Also ihr seht eh, da schwappt der Wein so in dem Glas. Also das werden wir alles fotografisch umsetzen. Also da braucht man nachher kein Photoshop. Und der ist dann am Sonntag. Also es sind bei beiden Workshops noch 2 Plätze frei. Also wer sich sagt, ja, am Wochenende soll das Wetter eh wieder nicht so gut werden, er hat noch Zeit. Also ihr könnt euch noch auf der Homepage von der Wiener Fotoschule zu diesen beiden Kursen anmelden. Ja, also gibt es jetzt zu eurer Sache noch, also zum Lichtformen von eurer Seite her noch eine Frage? Ja, also wenn ihr sagt, ihr habt das jetzt verstanden, das Prinzip, die beiden Lichtqualitäten, hartes und weiches Licht und wie ich dann diese Lichtarten produziere und forme, dann gebe ich wieder zurück zu dir, Karl. Ja, Oliver, danke. Ich muss das nur ganz kurz was nachschauen. Ne? Wir werden natürlich auch jetzt einmal in einer der nächsten Folgen des Fotocafés berichten über ganz einfache Lichtformer für einen Aufsteckblitz. Das heißt, das ist in der Reichweite, wo man nicht viel Geld ausgeben muss, und werden da vielleicht auch mal ein paar Testfotos nur liefern, wo man wirklich mit wenig Mitteln die Ergebnisse sehr, sehr verbessern kann. Was aber das Allerwichtigste ist, und das hat der Oliver schon gesagt, und ich sage es auch bei jeder Gelegenheit, dass man einfach einmal den Blitz von der Kamera trennt. Aber jetzt einmal weg vom Blitzen und jetzt geht's raus in die Natur. Wir haben jetzt das erste Mal heuer im Sommer Workshops über Pferdefotografie gehabt mit der Nicole Löwy, die heute halt leider nicht dabei sein kann. Die hat mal kurzfristig noch leider absagen müssen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe eigentlich viele Fotos bekommen und freue mich schon sehr, die mit euch gemeinsam anzuschauen. Die ersten Bilder sind vom Chris Billardet aus Amstetten. Und ich glaube, der ist heute
unter den Zusehern. Magst du ein bisschen was dazu sagen, Christian? Okay, jetzt hoffe ich, dass ich nicht am falschen Fuß erwischt habe, aber gut. Vielleicht kommt der Christian dann noch. Das Interessante ist... So, hallo, hörst du mich jetzt? Hallo, Christian, ja, super. Ja, hallo, ich habe das Mikrofon ausgeschaltet. Ja, kein Problem. Genau, ja. Magst du ein bisschen was dazu sagen, bitte? Ich schalte nur das Foto. Ja, das habe ich natürlich mit kurzer Belichtungszeit fotografiert. Ja. Da sieht man da die Wasserspritzer und das Pferd mit der Reiterin, das hebt sich halt da furchtbar schön ab, total scharf und der Hintergrund unscharf. Also mir gefällt das perfekt. Und wie Autofokus, was hast du da, Continuous oder wie genau, mit Continuous Autofokus und mit Serienbild. Genau, weil die werden mit einem Tausendstel fotografiert. Super, weil die Reiterin bewegt sich quasi auf dich zu. Genau. Also perfekt für einen Continuous Autofokus. Genau. Das nächste Foto wäre so ein richtig ein schönes Pferdeporträt, würde ich mal sagen, mit einer Fashion-Reiterin. Genau, da ist dann der Wind aufgekommen. Wie man sieht bei den Haaren, zuerst war es windstill und dann, es war ja nicht ganz sicher, ob das Wetter hält bei dem Workshop. Wir haben ein Glück gehabt, der Regen ist es dann um 10, da waren wir eigentlich schon lang fertig gekommen. Und da haben wir dann eigentlich ein relativ schönes Licht gehabt. Da ist eben das weiche Licht, das Modell so schön da beleuchtet. Und die Verbindung zwischen Modell und Pferd hat mir so gut gefallen. Und das schaut auch so aufmerksam, also mir gefällt das sehr gut. Ja, das finde ich auch so. Und Oliver Gött, also quasi der bewölkte Himmel ist die riesige Softbox, der uns weiches diffuses Licht liefert, oder? Ja, ganz genau. Also man sieht da bei der Dame, man sieht keine Nasenschatten, gar nichts. Die Augen, weil sie ein bisschen hinten sind eine Spur dunkler. Aber genau der riesengroße bewölkte Himmel ist eine riesengroße Softbox und die gibt es gratis. Ja, und man muss vielleicht sagen, das ist jetzt nicht das allerspannendste Licht, aber ein sehr schmeichelhaftes und ein sehr nützliches. Ja, aber das ist immer, wenn ich den Bildstil habe, ich möchte weiche, liebliche Porträts fotografieren, dann ist ein bewölkter Himmel genau das Richtige dafür dann. Genau. Und jetzt haben wir einen richtigen klassen Mitzieher. Das ist jetzt im Gegensatz zu vorher das eingefrorene Bild, das ist der Mitzieher mit langer Belichtungszeit. Ich glaube, das war mit ein 25. Leben nachgeschaut. 25. Ja, okay, ja. Genau. 25. Sekunde und eben die Reiterin noch scharf, aber der Pferdekopf und die Hufe sieht man, die sind schon in der Unschärfe und der Hintergrund sehr unscharf, also mir taugt das auch. Anscheinend hat das im Workshop sonst keiner probiert, aber für mich war das ganz klar, dass ich das auch unbedingt probieren muss. Nein, ich glaube, mitziehen ist in dem Fall das Um und Auf bei so Bewegungsbildern, weil das natürlich super spannend das Ganze macht. Wir haben das auch jetzt dann, das ist eigentlich so ein Thema, was ganz viele Fotografen interessiert und wir üben das auf alle Fotokurse. Wir haben das jetzt in Osttirol mit alle Mountainbiker fotografiert, die sind teilweise leider so langsam gefahren, weil es relativ steil war. Und ich finde auch, dass das eine super schöne Möglichkeit ist, um Bildsprache, also um einfach Geschwindigkeit auszudrücken. Genau. Dann habe ich noch Fotos vom Harald gekriegt. Das war natürlich dann, weil beim ersten Termin war das Wetter ja eher so an der Kippe, weil dann haben wir von Samstag auf Sonntagvormittag verschoben und du bist ja dann erst eigentlich beim nächsten Mal gekommen, Christian. Und da war dann richtig, richtig tolles Wetter. Ist der Harald vielleicht zufällig, den sehe ich jetzt da gerade nicht, weil dann soll es ihm. Ja, wunderbar. Bitte, Harald. Ja, also das mit der Blende 22 AV, ISO, glaube ich, 400. Ja. Fotografie nach Zahlen. Ja, also das war aufgeklärt. Aber was ich jetzt einmal so prinzipiell sagen kann, also ich bin jetzt davon abgekommen, so weit abzublenden. Also der Stern kommt normalerweise auch schon früher. Und der Nachteil ist, also bei dem Foto Gott sei Dank nicht, aber der Nachteil ist, dass wenn du einen Schmutz oder irgendwas auf der Linse hast oder Lensflares, je mehr du die Blende schließt, umso mehr ist das Ganze sichtbar. Da muss man immer aufpassen. Aber natürlich ist es jetzt schon der sozusagen der aufgelegte 11 Meter
Sonnenuntergang mit Pferd im Gegenlicht, also schöner kann es nicht sein, aber das ist ja nämlich eine tolle und attraktive Art der Fotografie und wenn das Wetter so gut passt, dann ist das ja großartig. Da könnte man vielleicht ein bisschen noch rechts was wegschneiden vom Bild, also vielleicht noch ein bisschen zuschneiden, ein bisschen mehr, also dass du die schönen Spiegelungen vom Pferd auch noch im Vordergrund. Aber das passt dann gut. Nein, es ist nicht ganz ausgegangen, die Spiegelung. Also, ja, aber trotzdem, ja. Es schaut schon richtig cool aus, gell? Weißt du, zufällig, mit was du der Brennweite du das circa gemacht hast? Das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Nein, ist kein Problem. Es war so um 135, kann ja. Das sein. So. Ja. Gut. Dann habe ich als nächstes vom Heinz Reckler noch Bilder gekriegt. Da muss ich mal schauen, ob der Heinz da ist. Ah, der Heinz ist eh da. Heinz, bitte, wenn du dich kurz einblendest. Hört man mich jetzt? Ja, wir hören dich super. Geht's. Naja, meine Idee war hier eben, dass beide oben sind, beide Models, wenn man so sagen kann, mit den Pferden. Und habe auch geglaubt, dass der Hintergrund irgendwie passt. Also ich wollte nicht viel anders haben. Der Hintergrund ist sicher unscharf. Und das Ganze ist mit einem 500stel aufgenommen worden. Man sieht es an der rechten Dame, dass sie auch alles flatternd hat. Ja, genau. Nein, man sieht auch, das ist super schön scharf. Und du hast da recht. Also da muss auch nicht mehr drauf sein. Also das ist sicher der Schnitt ideal. Ich wollte rechts mehr haben. Entschuldigung, gestern mal ja zu dem Bild, ja. Dem Bild so gut gefällt. Ich habe ja da als Bildstil Dynamik, weil der Wind weht durch die Haare von der ersten Reiterin und dieser nicht waagrechte Horizont im Hintergrund unterstützt das Ganze noch. Also das erhöht noch die Dynamik von diesem Bild und das gefällt mir irrsinnig gut. Das stört in dem Fall überhaupt nicht, weil manchmal sagt man Horizont waagrecht, das muss nicht immer sein. In dem Fall unterstützt er noch da die Dynamik. Genau. Genau, das finde ich, ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Und natürlich, wenn jetzt vorne die beiden Vorderbeine in der Luft sind, das ist natürlich großartig. Also das macht, das gibt nämlich einen irren Pep. Ich glaube auch, dass das an und für sich fast alle Hufe sind in der Luft. Ja, genau, das ist nur ein bisschen im Wasser, gell? Das eine ja. Ist das andere ist ganz draußen. Ja, aber das kann sein, was der, wenn er da spritzt das Wasser, wahrscheinlich sind alle in der Luft. Oh ja, dann hat man das Gefühl, sie beherrscht das Herz, das Pferd, würde ich sagen. Nicht? Ja, das hat man auf alle Fälle. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil die zittert nicht, wo das Pferd hin will und ist richtig im Sattel. Nicht? Ja. Und Hintergrund wieder unscharf, nicht? Das ist mit einem 500stel, mit einem 200 Objektiv. Ja. Also das ist natürlich das Schöne, wenn ich jetzt 200 mm habe mit Lichtstärke 2,8 oder 4, dass ich eben offenblendig dann fotografieren kann und den Hintergrund einfach wirklich super schön auch unscharf oder unschärfer bekomme. Was in dem Fall ganz wichtig ist, entweder die Dinge einstellen, die Verschlusszeit kurz oder ansonsten schauen, wenn ich im AV-Modus bin oder A-Modus, damit ich auf keinen Fall dann zu lange bin, also die ISO ein bisschen erhöhen. Sobald weniger Licht ist, das ist immer so, mir fällt dann manchmal auf, manche Leute haben dann ein Problem, dass dann vielleicht offenblendig fotografieren, aber mit zu niedrigen ISO und dann fehlt die Schärfe. Karl, Entschuldigung, bitte, was mir an diesem Bild also gut gefällt, ist, dass die Wolken im Hintergrund die Reiterin und den Pferdekopf super rahmen. Ja, und vor allem, es ist das Schöne, dass die Wolken genau an der richtigen Stelle sind, das heißt, sie sind links von ihr. Und rechts ist frei. Und was auch noch ganz wichtig ist, Heinz, du hast dir vorne Raum gegeben, gell? Sie hat einen Platz, wo sie hineinreiten kann. Genau. Also das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Also wenn sie jetzt da noch weiter rechts wäre, dann würde sie aus dem Bild reiten. Das wäre dann nicht so... ein bisschen viel. Luft braucht sie zum Ausreiten. Nicht so. Genau, sie braucht einfach nur vorne einen Platz. Und das finde ich sehr gut gelöst. Ja. Genau. Dann haben wir noch, finde ich, ein sehr nettes, weil diese Pferde waren ja anscheinend ganz irgendwie gut ausgebildet. Ein lachendes Pferd. Genau, mit einer lachenden Reiterin. Also was kann es da noch Besseres geben? Also muss ich auch sagen, sehr, 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 sehr tolles Bild. Unscharf wieder der Hintergrund. Und ich glaube, das Pferd ist dominant und sie ist auch gerade so viel am Bild, wo man sie wirklich zur Gänze sieht. Genau. Aber nur der Kopf oben, das war mir dann eigentlich zu wenig. Nein, ich finde das vom Ausschnitt her ganz, ganz super.
Und du hast ja auch Diagonale, weil es zieht sich quasi das Pferd von, es zieht sich jetzt von, jetzt muss ich mein Zeichending einrichten, eine Sekunde. Also es zieht sich ja dann quasi auch die Reiterin von links unten zum Pferd in einer Diagonale, was das Ganze natürlich super, finde ich, ganz, ganz toll wirken lässt. Ja. Darf ich noch was dazu sagen? Ja, bitte, Oliver, bitte. An das Auditorium, an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Lichtqualität habe ich jetzt da bei diesem Bild? Oder wo erkenne ich die Lichtqualität bei diesem Bild? Und zwar, die erkenne ich da am Schatten am Hals. Und wie ist der Schatten? Der ist also, der Übergang ist total kurz, also fast messerscharf. Das heißt, ich habe da bei diesem Bild eine harte Lichtsituation. Wobei das Gesicht... Oder da unten sieht man es auch noch am Schatten. Also wenn die Schatten so... Oder da die Haare. Also die Haare, der Schatten, das messerscharf. Also das... Es war halt nur Sonnenlicht und die Sonne ist halt ein kleiner Beleuchtungskörper und deswegen entstehen diese Schatten und das zeigt, sagt man jetzt, hartes Licht. Genau. Und dann geht es einmal weiter. Das Foto ist jetzt, glaube ich, vom Martin. Hallo Martin. Ja, ich bin hier. Ja, du hast natürlich das Pferd wieder einmal gleich freigestellt in die Luft. Was hast du da gemacht? Zur richtigen Zeit abgedruckt. Hast du ein Trampolin eingebaut, oder? Nein, ich habe einfach zur richtigen Zeit abgedruckt. Ja. Es war ein 1000-Gulden-Schuss, sagen wir so. Ja, genau, das kann man... Nein, ich habe da auf Dauerfeuer geschalten und habe halt mitgehalten und dann war halt das dabei. Und das hast du mit der EOS R fotografiert? Yes. Weißt du zufällig noch, was für einen Fokus du gehabt hast? Hast du jetzt auch Servo gehabt oder One-Shot? Ja, Servo. Ja. Weil wir haben das Pferd ja relativ anreiten lassen. Ja. Und dann halt geschaut, so quasi immer mit der Schärfe einzuhängen und dann habe ich halt ein paar Fotos gemacht und ich glaube, das habe ich nicht mit Dauerfeuer gemacht. Ich glaube immer so zack, zack, zack. Ja. Und da ist das dann dabei gewesen, weil das Ziel war ja, das Pferd in der Luft zu bekommen. Ja. Ich wollte ein Fluchtel fotografieren. Ja, das muss man sagen, ist da gut gelungen. Ja. Gut, ich meine, beim nächsten Traum hat es ja gar nichts mehr sagen. Da bin ich drauf gekommen, da sind Zentimeter wichtig. Ja. Das ist. Also bei den Sonnenuntergangsgegenlichtbildern ist wirklich wichtig, dass man sie millimeterweise nach links, nach rechts, nach unten, nach oben vorarbeitet, weil die Reflexionen dann so unterschiedlich sind. Und da ist dann sozusagen zwischen ganz gutem Foto und Foto, was dann nicht so gelungen ist, ist es ganz weit beisammen. Vor allem die Pferde haben ja relativ langsam die Köpfe zusammen. Ja. Und da war halt dann die Zeit zu schauen, muss ich jetzt weiter links umhüpfen oder rechts umhüpfen, hupfe jetzt eine Fotografin weg oder nicht, oder schaffe es nur hinter ihr zu kommen, dass ich das noch so zusammenbringe, wie ich es haben will. Und seid ihr da schon im Wasser gestanden? Ja, wir sind alle im Wasser gestanden. Weil das ist auch bei diesen Gegenlichtporträts, die wo jetzt die Saison war, einmal ganz wichtig. Oder wir haben dann ein Gegenlicht auch gemacht am Zentralfriedhof, wo halt irgendwo die Sonne durchschaut. Wirklich verschiedene Varianten machen mit ein paar Millimeter, ein Stück weiter links, ein Stück weiter rechts, nach unten, nach oben. Weil manchmal ist die Reflexion dann auch nicht schön. Wenn ich da ein bisschen spiele, kann ich da wirklich tolle Ergebnisse haben. Und ich habe jetzt ja gerade im letzten Fotoobjektiv einen Artikel über die Blaue Stunde geschrieben und ich habe mir jetzt überlegt, der nächste Artikel ist das Thema Stern im Gegenlicht. Und da habe ich mir schon ein paar Ideen überlegt und da ist eben genau auch wichtig, wo sollt ihr dann, also wo stehe ich dann. Gut, und das nächste Foto, da will ich jetzt ja gar nichts mehr sagen. Also da ist ja, ihr müsst ja einen Traumtag gehabt haben. Ja, es war sonnig und warm. Sonnig und warm, ja. Es war, das Foto ist, ich finde es auch super. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Das ist kitschiger, geht es nicht mehr. Ja. Ich würde so lachen müssen. Meine Tochter heute am Nachmittag bei mir, wir haben die Fotos angeschaut, ich habe gesagt, da musst du Kitschi mehr vorher nehmen, weil sonst kannst du so ein Foto gar nicht machen. Ja, genau. Ja. Gut. Ich habe alle Fotos mit der Aeronten RF 7200.
Ja, das schade. Nein, es ist einfach, das ist natürlich großartig, wenn so eine Stimmung ist, das ist natürlich der Hammer. Ja. Dann habe ich von Patrick noch drei Bilder gekriegt, aber ist der Patrick, ist der da? Vielleicht kann er mal kurz die Hand heben oder sich melden. Ich glaube nämlich nicht. Der hat das quasi mal die LAN-Seite gewählt, wobei natürlich jetzt noch die Fotos mit seinen Fotos dran zu sein, ist, sage ich mir, eher ja sehr schwierig. Ein ähnliches Pferdethema in der anderen Richtung, aber das könnte man vielleicht quadratisch schneiden. Was würdest du noch sagen, Oliver? Wäre das ein Quadrat also, für dich? Mir irritiert das Format jetzt da weniger. Also ich finde, das Foto gefällt mir sehr gut, so wie es ist. Yep. Und dann haben wir noch eins gekriegt, das sehr dynamisch ist. Das war offensichtlich schon ja, sehr spät am Abend. Das ist also schon nach Sonnenuntergang. Man merkt auch wieder, durch das, dass die Pferde vorne, die Vorderbeine in der Höhe sind, das gibt dem Ganzen natürlich eine irre Dynamik. Das sind zwei Pferde, vollkommen synchron. Ja, genau. Und dann haben wir von Paul auch noch ein paar gute Bilder gekriegt. Der Paul ist eh da, den habe ich schon gesehen. Paul, magst du dich noch mal kurz melden? Ja. Ja. Ja, das war echt super, der Workshop, muss ich sagen. Aber wir haben leider nicht das Glück gehabt mit diesen Sonnenuntergängen, aber es war trotzdem ganz toll, muss ich sagen. Ja, das Pferd im Wasser hat schon was, gell? Ja, also das hat ja immer gern planscht und hat reingehauen mit den Hufen und hat eigentlich keine Rücksicht genommen, was Model, ob das nass war oder nicht. Das war echt super, muss man sagen. Ja, ich war da selber leider noch nie dabei, aber das werde ich mir sicher jetzt auch demnächst einmal geben. Und das ist natürlich super schön. Das hat mir total gut gefallen, muss ich sagen, wie das Pferd da mit ihr so mehr oder minder kuschelt hat. Ja. Das war echt cool. Und jetzt kommt eins von meinen absoluten Favorites als nächstes. Also das ist ja natürlich der absolute Knaller auch. Ja, also da mit alle Hufe in der Luft, das war... Ja. Weil ihr wart schon relativ spät am Abend dran, wenn ich mir das anschaue, gell? Das war schon relativ finster dann. Ja, genau. Im Hintergrund. Und das Dunkle da hinten, da ist ein Gewitter gekommen, ja. Aber es wirkt da, die blaue Satteldecke passt gut zum Hintergrund. Das ist trotzdem sehr, es ist monochrom, aber sehr stimmig. Ja. Es müssen nicht immer so ganz viele Farben im Bild sein. Es schaut, finde ich, auch so extrem cool aus. Die Form her hat man da eh nichts mehr tun können. Weil es war schon ziemlich finster, das Gewitter so aufzogen da hinten. Da hat schon Blitz da. Und leider war kein Blitz mehr da, sodass man, also nicht, ist er nicht mehr aufs Bild gekommen, weil der war da. Ja, da rechts jetzt nicht, aber. Also beim Blitzen müsst ihr immer aufpassen. Also, wir haben gesagt, wenn jetzt der Blitz einschlägt und den Fotografen trifft, dann hat er den falsch gehandhabt. Der war eben weit weg. Ja. Also, er hat uns nicht leicht getroffen, glaube ich. Weil da hilft er dann der Lichtform auch nichts. Nein, da hilft nichts mehr. Ja, und die Viola hat uns auch noch ein paar coole Bilder geschickt. Ich meine, das ist halt richtig Action. Viola, ich glaube, du bist auch da, die habe ich auch schon gesehen. Viola? Warte mal, jetzt ich die, vielleicht können wir die einmal freischalten. So, ich hätte einmal geschaut, ob ich die. Ich meine, das ist, vielleicht kann Viola, wenn du uns hörst, vielleicht kannst du die noch einwählen, dann ist es nur, du bist nur auf leise geschaltet, sehe ich da gerade. Ah ja, jetzt müsste es eigentlich schon gehen. Ich meine, das ist einfach eine irre Dynamik, was in dem Foto rauskommt. Und ich finde auch schön, also man kann gerne da anschneiden, wenn auch das Pferd jetzt nicht ganz drauf ist, aber das wirkt, finde ich, einfach sehr, sehr dynamisch. Ich höre die Viola leider nicht. Die werde ich schnell einmal schreiben, wenn ich kann's. Okay, die Viola schreibt gerade, die Technik will nicht, macht nichts.
schnelle Tour. Okay, dann das nächste Foto. Ah, richtig, richtig Action. Und da ist auch die kurze Verschlusszeit das Thema. Tausendstel, Zweitausendstel. Und dann kann ich einfach so coole Effekte erzielen. Und schwarzes Pferd mit weißer Reiterin ist natürlich auch eine komplette Challenge. Oliver, Frage an dich, wenn du jetzt ein Pferdeporträt machen müsstest, wie würdest du so ein schwarzes Pferd jetzt beleuchten, wenn du jetzt Outdoor-Studio aufbauen musst, damit du da wirklich ein klassisches Porträt machst? Ja, das ist jetzt eine super Frage. Ich würde mal zum Ersten mit dem Kunden abklären, was er gerne möchte. Also den Bildstil einmal absprechen. Bildstil heißt, ich zeige ihm ein paar Musterbilder. Wenn man nämlich jetzt sagt, dieses Pferd, so wie dieses Pferd da, sehr kurzes Fell und alles sehr, sehr sauber gestriegelt, dann würde dieses Pferd definitiv mit hartem Licht dementsprechend anblitzen, weil man ja dann dieses Fell und diese feinen Strukturen super sieht. Ich glaube, das ist jetzt ein super Schlagwort gewesen, ja. Weil wenn du jetzt einen schwarzen Hund hast oder ein schwarzes Tier oder einen grauen Kater, wenn du den fotografierst bei diffusem Licht, der schaut ja jetzt böse gesagt aus wie ein Ausreibfetzen. Und dem Streiflicht natürlich wäre das dann schön, weil dann könntest du ja richtig modellieren und das Fell rausbringen. Ja, also die Sache ist immer die, bei hartem Licht entstehen halt bei jeder kleinen Oberfläche kleine Schatten und das erzeugt halt dann diese wunderschöne Struktur, was bei einem Pferd oder bei einer schönen Kleidung sehr positiv ist. Aber wenn jetzt jemand eine unreine Haut hat und ich mache ein Porträt mit hartem Licht, dann werden diese Unreinheiten noch verstärkt. Also das heißt, da kann ich natürlich dann in der Fotografie ein bisschen schummeln und sage, ich fotografiere diese Person mit weichem Licht. Nein, ist schon klar. Sieht man diese Hautunreinheiten nicht so. Ja, alles klar. Ja, das ist ja klar. Gut. Darf ich nur dazu was sagen? Ja, bitte. Ich habe zwar den Blitz mitgehabt, aber die Nicole hat uns abgeraten zu blitzen. Ja, ich glaube, da müssen wir einfach vorher abklären mit dem Besitzer und das ist vielleicht eine Geschichte, wenn jetzt der ganze Workshop auf das Pferd einblitzt, wo das vielleicht problematisch ist. Aber wenn das Pferd jetzt vielleicht irgendwo steht und man dann wirklich richtige Porträts macht, wäre das möglich. Und wir haben ja auch vor, dass wir noch weitere Pferdeworkshops machen, wo vielleicht auch mal ein Blitz in Einsatz kommt. Das sind wir gerade am Austesten. Aber es gibt ja auch Pferdefotografen, die jetzt mit einer richtigen Blitzanlage fotografieren, also die das quasi wie ein Studioporträt aufbauen. Aber in dem Fall hat die Nicole schon recht gehabt. Also mir tut es leid, dass die Nicole halt leider nicht kann, weil sie hätte sicher noch ihre Expertise, was das Pferd betrifft, einbringen können. Ja, gibt es einmal soweit von eurer Seite dann noch Fragen zur Bildbesprechung zu den Pferden? Mag da vielleicht noch jemand was sagen? Ja, wo haben wir stattgefunden? Am Neusiedlersee. Ah. Und zwar, es gibt heuer nur am 17. Oktober einen Kurs, der heißt Baroque mit Spain, wo quasi dann die Reiterin auch noch entsprechend angezogen ist. Der ist am 17. Oktober, glaube ich. Da sind, glaube ich, 3 Anmeldungen. Das heißt, der wird auch ziemlich sicher stattfinden. Und wir hätten vor, nächstes Jahr einmal ein richtiges Fotowochenende zu machen mit dem Thema Pferd, wo wir dann mehrere Shootings haben. Das haben wir aber gerade so am Vorbereiten. Und das wird aber dann sicher erst kommen, wenn das Wetter wieder schön ist, also April, Mai. Aber wir haben da vorher in der Richtung noch mehr zu machen und ja, einfach dranbleiben. Aber eben, wie gesagt, das sind 3 Kurse dann ausgebucht gewesen und es waren sehr gute Rückmeldungen und das war eine sehr, sehr erfolgreiche Reihe. Gut, dann würde ich jetzt einmal zum Oliver gehen. Lieber Oliver, kannst du uns einmal die Photoshop-Challenge starten? Ja, einen Moment bitte, gib euch den Bildschirm frei. Okay, seht ihr meine Mauskreisen und diese Bergsteiger da im Schnee? Ja. Okay, gut. Ja, also heute habe ich vor, dass ich euch einmal meine fotografischen Fehler zeige und wie ich sie dann halt noch mit der Bildbearbeitung einigermaßen retten konnte. Und da haben wir schon mal
das erste Bild, wie jeder sieht, also viel zu hell, also überbelichtet. Ja, das war bei einer Bergtour, da sind wir den Königsjodler gegangen, das ist der längste Klettersteig in ganz Österreich. Also ich habe gebraucht, bis wir dort waren, über 6 Stunden und dann kann ich nicht den Leuten sagen, so jetzt warte, jetzt muss ich noch die Belichtung einstellen und geht's nochmal, sondern ich habe das Foto schnell gemacht und natürlich leider zu hell. Ja, aber weil ich das im RAW fotografiert habe, wir sind jetzt da im RAW-Converter, brauche ich ja nur da die Belichtung ein bisschen runterziehen. Die Daten sind vorhanden, also das heißt, ihr seht eh immer da um eine Blende verdauen. Ja, und jetzt schaut dieses Bild schon einigermaßen wieder normal aus. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt da in den Wolken vielleicht noch eine Spur mehr Struktur reinbringen, naja, dann ziehe ich halt da noch den Lichterregler ein bisschen runter und ihr seht eh, dann kommt da in den Wolken auch noch ein bisschen eine Struktur. Also wenn man in RAW fotografiert, die Daten sind da, man muss halt dann nur im RAW-Converter dementsprechend entwickeln. Und ihr seht eh, da im Hintergrund seht ihr dann schon den Gipfel vom Hochkönig mit dem Matraushaus. Okay, das wäre jetzt einmal das erste Bild, wo ich sage, verpatzt, aber trotzdem noch gerettet. Dann das nächste Bild, einen Moment. So, fort hoch. Ich muss euch den Bildschirm wieder freigeben. Ja, also das ist auch auf diesem Klettersteig mittendrin, also die Sonne ist gerade aufgegangen. Das war jetzt kein fotografischer Fehler, weil das so dunkel ist, sondern ich wollte halt bewusst auf die Lichter belichten. Ich habe eine extreme Gegenlichtsituation gehabt. Natürlich, was passiert mit dem Vordergrund, der also jetzt nicht von der Sonne angestrahlt wird, der ist natürlich dann viel zu dunkel. Aber wenn man jetzt da im RAW-Converter die Tiefen nach oben zieht, ihr seht es eh, und die Belichtung vielleicht noch eine Spur, schon ist der Bergsteiger auch da zu sehen. Und ich habe aber noch immer diesen wunderschönen Himmel. Ich öffne jetzt dieses Bild in Photoshop. Das war jetzt nur mal die ganz grobe RAW-Konvertierung. Ich gebe euch jetzt meinen Photoshop-Bildschirm frei. Da sind wir jetzt da. Okay, seht ihr Photoshop und meine Mauskreisen? Was ich dann mache, jetzt haben wir gedacht, ja, jetzt ist der Bergsteiger da, aber der Himmel ist doch wieder ein bisschen. Ich mache eine zweite RAW-Konvertierung und dann gehe ich da einfach, liegt jetzt meine erste RAW-Konvertierung, wenn ich da jetzt mit der rechten Maus draufklicke und neues Smart-Objekt durch Kopie wähle, dann habe ich jetzt beide RAW-Dateien da in Photoshop. Jetzt drücke ich da doppelt auf die untere Datei und sage, na, den Himmel, den möchte ich wieder haben, dann gehe ich halt da wieder ein bisschen zurück. Jetzt habe ich in Photoshop oben die normale RAW-Konvertierung, wo man den Bergsteiger schön sieht. Wenn ich jetzt da am Auge ausblende, sieht man ein bisschen die dünklere. Naja, und jetzt nehme ich mir da eine Maske, schwarzer Pinsel, und holen wir halt da das ein bisschen dünklere da im oberen Teil wieder zurück. Und wenn ich jetzt mit der gehaltenen Shift-Taste auf die Maske drücke, ihr seht eh, wird der Himmel wieder eine Spur dunkler und das ganze Bild sehr harmonisch. Und das ist jetzt praktisch auch ein HDR-Bild, aber halt mit 2 unterschiedlichen Ebenen und mit einer Maske dementsprechend angesteuert. Gut. Dann gehe ich kurz zum nächsten Bild, aber das habe ich eh schon da, fällt mir gerade ein, das habe ich schon vorbereitet. So, das ist jetzt das da. Da habe ich ein Business-Shooting gehabt bei einem Computerkonzern und da haben wir halt dementsprechend für eine Broschüre auch die Mitarbeiter inszeniert und dem Kunden hat das irrsinnig gut gefallen. Das war ein Garagentor, wo ich gesagt habe, stellt euch da hin. Habe da die Bilder gemacht, das hat dem Kunden irrsinnig gut gefallen, das wollten sie als Titelblatt nehmen und dann haben sie gesagt, Herr Bader, leider können wir das nicht als Titelblatt nehmen, weil der Mitarbeiter hat da den Hemdknopf zu weit offen, also es sind 2 Hemdknöpfe offen, das schaut zu lässig aus, passt nicht zu diesem Computerkonzern und haben gesagt, na, aber dann haben sie gefragt,
können Sie da noch was machen? Natürlich habe ich die Challenge angenommen. Das ist jetzt einmal, ich zeige euch jetzt noch mal kurz, so ist aus der Kamera gekommen. Ihr seht eh, war ein bisschen dunkler. Na, dann einmal die RAW-Konvertierung, das Ganze ein bisschen angeglichen. Dann seht ihr eh da, diese Linie da unten war nicht mehr ganz im Bild. Da habe ich mal die Linien links gerade gerichtet. Dann habe ich da unten die zweite Linie dazu gebastelt. Ja, und dann halt das Hemd geschlossen. Ihr seht eh, ja, super, hat funktioniert. Der Kunde war glücklich und hat das dann als Titelblatt verwendet. Aber jetzt habe ich das da in einer Gruppe drin und ich zeige euch nur mal, wie aufwendig das war, dieses Hemd zu schließen. Also ihr seht eh, wie viele Ebenen ich da braucht habe. Ich gehe da jetzt ein bisschen größer her, dass ihr das besser seht und blende jetzt einmal ganz kurz da diese einzelnen Ebenen aus, nur damit ihr seht, Stück für Stück, wie das dann entstanden ist. Also ich habe mir dann einfach in so einem Modekatalog Hemden angeschaut, wie die ausschauen, wenn sie geschlossen sind. Also das heißt, so war es. Und dann habe ich halt einfach begonnen. Ah, da habe ich mal das Ganze ein bisschen enger gemacht, dann mit dem Kopierstempel, da hinten diese Probleme wieder weg. Ja, dann den Kragen. Dann ist weitergegangen, das Hemd dann da sauber. Ja, alles wieder enger noch. Ja, also Stück für Stück entsteht dann da. Da habe ich dann das Sakko ausgebessert. Ja, dann muss man natürlich den Knopf weg. Oh Moment, Entschuldigung. So, dann ist da das nächste. Ah, schau, jetzt ist das geschlossen. Ja, und dann haben wir halt wieder in einem Modekatalog angeschaut, wie schaut das aus vom Licht her und wie schaut das aus, wenn das dann von einem Knopf geschlossen ist. Ja, da wird es dann da ein bisschen dunkler, der Knopf dazu. Der zweite Knopf wieder vom Abstand her passend dazu. Und dann halt noch die Schatten dazu gebaut, dass das halt dann wirklich natürlich wirkt. Die Schatten habe ich dann wieder so dazu gebaut, dass man sagt, das war eine leicht weiche Lichtsituation und daher dem, ja, da fällt halt dann da noch der Rand. Und irgendwann da den Schatten noch dazu und dann war es fertig. Ich habe das dem Kunden so verkauft, dass ich gesagt habe, ja, geht ruckzuck, aber braucht habe ich da sicher 2 bis 3 Stunden für diese Übung. Also ihr seht eh, Photoshop sollte an sich das, was man fotografiert haben, noch in einigermaßen verstärken und nicht hauptsächlich da genutzt werden, dass man sagt, Fehler, die ich gemacht habe, dementsprechend korrigieren. Aber manchmal ist es halt dann so. Ja, das wäre jetzt einmal mein Beitrag zur heutigen Foto-Challenge. Einen kleinen Hinweis habe ich noch für morgen. Morgen ist Österreich begießt den Tag des Bieres und das ist ein Feiertag für diejenigen, die gerne Bier genießen wollen. Und das werde ich jetzt am Ende des Webinars heute wieder mit euch anstoßen. Ja, Karl, jetzt wieder zurück zu dir. Sehr gut, danke, Oliver. Ich glaube, wir können das leider nicht mehr wettmachen, den Tag des Bieres, weil heuer einfach anscheinend weniger Bierumsatz war. Aber vielleicht kann man ein bisschen was aufholen. Ich möchte vielleicht nur 2 kleine Hinweise geben. Und zwar Facebook-Gruppe der Wiener Fotoschule. Also wer da mag, einfach beitreten und Fotos posten. Wir wollen da mehr Aktivität. Also da sind wir leider irgendwie, ein paar Leute nutzen das sehr intensiv, so wie der Andreas, da sage ich schon mal Danke. Und auch wenn ihr auf Instagram seid, bitte Hashtag Wiener Fotoschule bei den Bildern dazu. Es wäre jetzt einmal, ich werde nur mal kurz unsere Instagram-Seite einblenden. Es wäre nämlich einmal auch das Ziel, dass wir sozusagen dann in Zukunft auch auf Instagram schauen und auch Fotos besprechen, die einfach diesen Hashtag haben und dann bei uns landen. Also wenn ihr da, wenn ihr das machen wolltet, würden wir uns sehr freuen. Und bitte, wenn ihr uns markiert, ich werde dann auch kommentieren, teilen, ich werde Insta-Stories draus machen. Auch ich werde mich auch sehr bemühen, dass wir sozusagen auch hier mehr Aktivität bekommen. Und es gibt da immer wieder Leute, die für uns tolle Blogbeiträge schreiben. Da ist der Wolfgang Hanisch zum Beispiel einer, der einen super Beitrag gemacht hat. Und vor kurzem auch die Elke, die hat da über den Pferdeworkshop einen Blogbeitrag auch geschrieben. Es gibt über Blaue Stunde einen. Also schaut einfach mal von Zeit zu Zeit nach. Bei uns auf der Webseite, da hier auch im Bereich Blog. Jetzt ist, ihr seht, da ist gerade
Pferdefotografie, dann diese Laptop-Geschichte ist noch nicht ganz fertig, die mache ich, das ist quasi in Arbeit. Und wenn wir jetzt schon bei den sozialen Medien sind, wir haben jetzt auch einen eigenen YouTube-Kanal oder eh schon länger. Und da würde ich auch bitten, schaut da zeitweise rein, abonniert den Kanal. Ich zeige euch nochmal, was wir das zum Schluss gemacht haben. Ich habe jetzt also einen kleinen Teaser über die blaue Stunde. Also es gibt da verschiedenste Videos und es werden ja dann mehr Videos auch noch sein in Zukunft zu Themen. Es wird einmal ein Video über Blitzen geben. Also ich bin da, wie gesagt, in der Vorbereitung. Und die Aufzeichnung des Fotocafés ist dann auch immer drinnen da. Ist natürlich auch drinnen. Beim letzten Mal habe ich leider ein bisschen Probleme gehabt mit dem Recording, darum gibt es keine, aber ich zeichne jetzt gerade auf und die wird auch dann in diesen Tagen online gehen. Einfach einmal schauen. Ich werde es auch auf Facebook posten und auch in Newsletter reinschreiben. Gut, dann sind wir heute am Ende angelangt. Ich sage einmal herzliches Dankeschön fürs Dabeisein. Das nächste Fotocafé ist am 14.10. wieder um 19 Uhr aus dem CG-Shop. Einmal herzliches Dankeschön und einen schönen Abend. Tschüss, ciao, danke.